dann. Ah, stimmt, hab ich gehört. Also ich werde zwei Tage immer hochladen. Ein Tag geht 8 Minuten ungefähr, so 8 Minuten 10 Sekunden oder so. Deswegen werde ich immer zwei Tage hintereinander hochladen und das reicht dann auch aus. Und ja, dann kommen wir gut. Ich hätte gern einen Tag gemacht, das wäre ziemlich cool gewesen. Ich weiß nicht, ob man die Tage vielleicht länger einstellen kann. Da ist ein Gockel. Das ist meine Fackel gerade. Ach, hier waren wir schon mal. Okay. Da ist aber noch eine Möhre. Eine Flower haben wir noch. Wisst ihr was, ich lege jetzt das hier her. Nehme ich die Dinger mit. Ne, die Möhren nehme ich mit, ist wichtiger. Ich möchte nämlich nicht alle komplett jetzt essen, weil ich würde die mir gerne aufheben. Um Hasen zu fangen oder um sie auch zu braten. Das bringt auch einfach mehr, wenn man sie brät. Dann gibt man, du kannst ziemlich alles, was man essen kann, kann man dafür auch braten. Ich habe zumindest noch nichts gemerkt, was man nicht braten könnte. Holen wir uns ein bisschen Holz. Wenn wir einmal so weit unterwegs sind. Und werden dann an einer gewissen Weile wieder zurückkehren. Mit hoffentlich vollen Taschen. Wichtig ist, dass wir erstmal genug Essen finden, dass wir Felder machen können. Oh, Moment. Ach, ich kann Schaufeln jetzt auch einfach so machen. Das wusste ich vielleicht schon noch nicht. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Dass ich Schaufeln auch so machen kann. Immer schön nachforsten. Na, dann mach ich mir doch eine Schaufel. Warum nicht? Gut. Schaufel. Lege ich die Schaufel hierher, dann esse ich die Möhre doch mal. Das kann ja nachher gelegt werden, das brauche ich nicht. Ja, und dann schaufeln wir ganz kurz mal ein bisschen Zeug aus, weil... Also vor allem das hier. Weil es halt gut für Wände verwendet werden kann und so ein Spaß. 20 Stück können wir ja aufsammeln, nehmen wir auch gleich mal alle 20 auch mit. Ich kann von allen was aufsammeln. Ich sammle auf jeden Fall noch die Bärenbüsche auf, weil die sind richtig wichtig. Wir wollen nicht Leben, Geld bekommen. Und die können wir zum Beispiel nicht aufsammeln. Dann muss ich mal was wegschmeißen. Und das wäre in dem... Haben wir keinen Rucksack? Wieso haben wir keinen Rucksack? Warum haben wir keinen Rucksack und wo kann ich den machen? Dann lasse ich das heute zerlegen, die beiden Dinger. Obwohl, ich könnte ja theoretisch... Genau, Bretter kann ich machen. Dann kann ich nämlich die auch noch mitnehmen und dann kann ich auch das noch mitnehmen. Essen. Okay, dann tue ich jetzt versuchen, hier noch das alles mitzunehmen. So, da noch. Dass wir dann am Ende so 20 Stück von jedem bekommen, mitnehmen können. Also wirklich richtig viel. Die sind davon gar nicht schön, nicht so mitnehmen. Man kann also nur 10 mitnehmen. Okay. Eine Möhre. Und jetzt suchen wir noch ganz schnell ein paar Beerenbüsche, den da zum Beispiel. Die wir mitnehmen können. So. Ja, cool, wenn wir 10 zusammenbekommen, aber ich glaube es eher weniger. Die Möhren nehme ich auf jeden Fall noch alle mit. Wir haben immer noch nicht volles Leben.
Volle Nahrung meine ich. Die nehme ich damit. Klack. Haben wir denn noch was? Wissen, renn schneller. Dein Überleben hängt davon ab. Ah. Wow. So war das nicht geplant. Großen das viele. Ah, hier sind noch welche. Super, hier sind noch mehr. Das esse ich bestimmt nicht. Solange ich mich dir nicht mit nähere. Würde ja alles cool sein. Dann hoppe ich die mal und nehme das noch mit hier. Hab doch gar nichts gemacht. Günthers. Okay. Gut, dann auf zurück nach Hause. Wo ob ich noch Bisonkacke in der Weite abspielen kann, aber ich sehe, glaube er nicht. Und dann müssen wir mal schauen, wo unser Zuhause ist. Unser Zuhause ist da. Wenn wir gerade auslaufen, sollten wir nicht an Spinnen oder sowas vorbeikommen. Oder doch? Da stand eine Falle. Und das hier sieht nach uns aus. Und da packen wir gleich mal Holz rein. Gut, das hat nicht viel gebracht, aber gut. Okay, gehen wir mal jetzt hierher. Das machen wir mal den ganzen Spaß hier. Also können wir mich jetzt die Pflanzenfarm bauen. Und sobald wir die einmal gebaut haben, können wir die gleich mehrmals bauen. So, noch eine. Ne, noch eine geht momentan nicht. Aber gleich. Na komm. Dann halt nicht. Wir können eine Bird Trap bauen. Die legen wir mal her. Wir können sicher doch immer noch eine Dings bauen, oder? Genau, super. Okay, dann nochmal. Hä? Ach, die haben wir schon gebaut, ach so. So. Wir haben eine normale Trap, wir haben eine Bird Trap. Jetzt müssen wir noch ganz schnell hier das Zeug einpflanzen. So. Und danach komm. So. Noch ein bisschen Scheiße benutzen.
da haben wir das hier. Und das ist jetzt ziemlich geil, weil mit denen kann man... Das liegen. Nein, ach scheiße, ja. Egal. Los, sammel wieder Kacke aufwissen. Das kannst du so gut. Sammel Kacke. Kaka Wilson. Nicht AK Wilson, sondern Kaka Wilson. Und da sind deswegen. Jetzt brauchen wir nämlich die Seeds ohne Unterbrechung. Ich weiß, deswegen wollte ich die vorhin eigentlich nicht essen, aber ging halt nicht anders. Jetzt brauchen wir sie wirklich richtig hart. Weil diese Seeds, und das werde ich gleich zeigen. Oh, wollte ich gar nicht. Nein. Aufheben. Ich werde gleich. Den blenden wir mal gleich. Da ist mir zufällig ein Hase in die Falle gelaufen. Das passiert normalerweise nicht. So. Blenden wir hier im Busch. Dann blenden wir noch da ein. Dann noch da ein. Dann hier noch ein. Da. Da. Und hier. Da. 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 Hier. So. Bitte mit Kacke arbeiten. Und die Büsche größer werden lassen. Boah, Setzling. So, die Setzlinge kann man nämlich jetzt nämlich hier einpflanzen. Und dann wächst da irgendwas. Da können Melonen wachsen, da kann sonst was wachsen. So, okay. Oh, das ist ein Stab. Ich krieg, kommt gleich so eine Kiste hier angelaufen. Moment. Da ist sie, guck mal hier. Open Chester. Das ist voll cute, das Vieh. Immer noch nicht genau, was das sein soll, aber okay. Nahrungstechnisch sieht es ja momentan ganz okay bei uns aus. Ich kann zumindest nicht meckern. Aber das war's dann auch schon, weil außer Nahrung haben wir momentan nicht viel. Also zumindest außer der Nahrung, die wir in uns tragen, also die wir gegessen haben, haben wir nicht viel. Und das muss sich ändern vorm Winter. Deswegen müssen wir jetzt ganz viel Scheiße... Alter, die Fresse da hinten, ey, diese Spinne, ne? Da fragt man sich, warum keiner Spinnen leiden kann. Das ist ja kein Wunder, wenn so eine Spinne die ganze Zeit da rumschreit. Würde ich auch nicht leiden können. Also kann ich auch nicht leiden. Also, ist so, ne? So. Dann hier. Scheiße, 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 scheiße. Und dann in die Vogelfalle noch einmal Samen rein. Und dann lege ich diese Samen hier bei Chester mit rein. Schauen wir mal, was wir noch schnell bauen können. Wir könnten jetzt noch eventuell bauen eine Heuwall, einen Sicken brauchen wir beides nicht so wirklich. Wir könnten ein Rope bauen. Den mach ich mal kurz, das hau ich beim Chester mit rein. Den hau ich beim Chester mit rein. Das hau ich beim Chester mit rein. Das hau ich beim Chester mit rein. Das hau ich beim Chester mit rein. Und da haben wir einen Vogel gefangen. So, die Falle können wir wieder hinstellen. Dann nehmen wir uns das hier wieder. Und setzen wieder einen rein und fangen uns den nächsten Vogel. Und jetzt können wir eventuell nachts dann, was gleich passieren wird, uns was Schönes basteln. Aber erstmal was können wir denn noch bauen? Heuwall. Und das ist beides nicht so intelligent. Nehmen wir mal hier ganz kurz. So, so, so.
Und dann grillen wir den Vogel. Und essen ihn. Und das ist der nächste gleich. Man könnte den jetzt ja noch einfach auch umbringen. Und dann bekommt man entweder eine Feder oder Fleisch raus. Deswegen mache ich das eher ungern, weil man nicht genau weiß, was man bekommt. Was? Habe ich gegessen jetzt? So, und das kann man jetzt auch noch braten. Guck. Das war eine Samen. So. Bist doch eigentlich viel mehr Holz haben, wo ist mein ganzes Holz hin? Kann man die auch kochen?